PlayStation 1. Hallihallo meine lieben Leute und willkommen zu einem brandheißen und ganz tollen neuen Let's Play Projekt von mir, Lena oder auch Lenchen93 unter YouTube vielleicht bekannt. Ja, wo soll ich da erstmal anfangen? Es ist von Electronic Arts, EA, ja toll. Wie ihr es bereits wahrscheinlich schon im Titel gelesen haben solltet, möchte ich Harry Potter und die Kammer des Schreckens spielen, da auch, ja, der erste Teil, den ich vor 2 Jahren Let's Played habe, Harry Potter und der Stein der Weisen, ziemlich gut bei euch ankam und ich das Spiel jetzt irgendwie spielen wollte. Ich hatte richtig Bock darauf. Dachte ich mir, warum machst du da eigentlich keinen Let's Player raus? Also, was soll's? Hier, Englisch können wir nicht, wir können nur Deutsch. Französisch ist gar nicht, da Parisisch, ne. Nehmen wir mal Deutsch. Ja. Das Spiel kenne ich noch nicht. Es wird also daher ein Blind-LP und wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern als der erste Teil. Ich weiß gar nicht, der erste Teil hat, glaube ich, 6 Stündchen oder so. 10 Parts war das. Ich weiß nicht, auf jeden Fall war es sehr kurz. Und ich habe keine Ahnung, wie lange das Spiel geht. Und da ich das auch blind spiele, wird es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Deswegen verzeiht mir, falls ich größere Fehler mache. Und mich zum Beispiel verspreche. Das Spiel ist von 2002, wie man sieht. Ich sollte aufhören, so schnell sprechen zu wollen. Ich überschlag mich ja schon. Wir gehen erstmal in die Optionen und gucken, ob da alles irgendwie geregelt worden ist. Vibration. Nein, ja, Vibration. Ja, ist, glaube ich, alles in Ordnung. Ja, weiter. Ich spiele das Spiel auf meiner PlayStation 3. Hab's mir letztes Mal im Internet bestellt. Obwohl ich gar nicht mal so sicher bin. Vielleicht gibt's das auch schon bei PSN. Aber ich wollte lieber eine Hülle haben, die ich mir im Schrank stellen kann. Keine Ahnung, wieso. Ich glaube, als ich mir das gekauft habe, hatte ich auch noch gar keine PlayStation 3. Das Spiel kenne ich schon von meiner Freundin, also den Anfang jedenfalls, weil sie früher nur eine PlayStation 1 hatte und als ich dann immer zu Besuch war, haben wir das ein bisschen angezockt. Das fand ich eigentlich schon geil. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber das Spiel gibt es auch für die PlayStation 2. Aber ich dachte mir, naja, spielst du mal den PlayStation 1 Titel. Mal gucken, wie der so ist, weil mir der erste ja eigentlich ganz gut gefallen hat. Und ja, vielleicht hole ich mir auch irgendwann nochmal den PlayStation 2 Titel. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern der sich jetzt von diesem hier unterscheidet. Ob es wirklich nur grafisch ist oder auch inhaltlich, ich weiß es ja nicht. Bei dem Harry Potter Harry Potter 1 für PC, glaube ich, und PlayStation war es ja auch ein bisschen inhaltlich anders. Deswegen weiß ich auch nicht, ob es jetzt mit dem PlayStation 2 und PlayStation 1 Titel genauso ist. Aber ich werde jetzt erstmal den spielen. Mal gucken, ob ich den anderen auch noch irgendwann mache. Vielleicht auch nur privat, dann kein Let's Play. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall rede ich viel um den heißen Brei herum. Es ist schon 2 Tage her, seitdem wir den ersten gespielt haben. Also wollen wir jetzt keine Zeit mehr verlieren. Harry müsste eigentlich schon im 4., 3., 5. Schuljahr sein. Naja, Spiel starten. Ich bin gespannt. Wie ein Flitzebogen. Automatisch speichern, laden. Eigentlich ist das für ein Let's Play ja gar nicht mal so gut. Aber ich denke mal, dass hoffentlich nichts verloren gehen wird. Ich vertraue mal einfach. Wenn du dieses Bild siehst, wird dein Spiel automatisch gespeichert. Wenn es erscheint, entferne die Memory Card nicht aus Memory Card Steckplatz 1. Bitte nicht neu starten oder ausschalten. Ja, die Memory Card entfernen kann ich sowieso nicht bei meiner PlayStation 3, also weiter. Da haben wir dieses Problem schon mal nicht. Also ich finde ja die Memory Cards, ich weiß nicht, warum die diese weggemacht haben. Ich fand die so gut und praktisch. Wenn man jetzt mal, ja. Weiß? Auf jeden Fall. Ich stelle es kurz mal ein. Das dauert noch ein bisschen. Ihr seid das ja meistens doch gewohnt. Toll. Was soll ich sagen? Memory Cards, die waren super. Man hat die einfach, wenn sie voll war, gewechselt, hat eine neue reingepackt und fertig. Oder man konnte sie mal zu Freunden mitnehmen und hat dann direkt mit dem Speicherstand von sich
weiterspielen können. Und das geht jetzt alles nicht mehr. Das kotzt mich total an. Ja, weiter. Ich bin ein bisschen konfus und habe schon lange keine Let's Plays mehr aufgenommen, wie man vielleicht merkt. Man sieht auch nicht... Ach so, auf dem Bild sieht man das. Auf meinem Fernseher sieht man das noch nicht so gut. Erstellen wir mal einen Speicherblock für Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Okay. Ja, es ist eigentlich fast genauso wie der erste Teil, glaube ich. Also von der Optik jedenfalls. Machen wir mal, ne? Ich habe ja auch gemerkt, dass ihr mit Alice Madness Returns, was jetzt gerade läuft, auch nicht so zufrieden seid oder sonst was. Und momentan kommt ja auch nichts außer Final Fantasy und Alice. Deswegen dachte ich, werfe ich das Harry mal mit Potters ein. Harry Potters erstes Jahr an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei war wahrhaft aufregend. Zusammen mit seinen Freunden Ron Weasley und Hermine Granger besiegte Harry erneut Lord Voldemort, den größten schwarzen Magier aller Zeiten. Aber jetzt ist Harry wieder im Ligusterweg Nummer 4. Oft wird er in sein Zimmer gesperrt und obwohl er ein Zauberer ist, kann er nicht entkommen. Jungen Zauberern ist das Zaubern außerhalb der Schule nämlich nicht gestattet. Dann, eines Abends, während der Sommerferien, erschien der Hauself Dobby. Dobby warnte Harry Potter, dass er nicht nach Hogwarts zurückkehren durfte. Harry Potter darf nicht nach Hogwarts zurückkehren. Wenn Harry Potter nach Hogwarts zurückgeht, ist er in tödlicher Gefahr. Es gibt eine Verschwörung, Harry Potter. Eine Verschwörung mit dem Ziel, die schrecklichsten Dinge geschehen zu lassen. Dobby verschwand. Und kurz darauf erschien Ron Weasley mit seinen Brüdern Fred und George in einem fliegenden Fort Anglia, um Harry aus seinem Gefängnis zu befreien. Harry berichtete ihnen von Dobbys Warnung. Ganz faule Geschichte. Ich wette, Dobby wurde von jemandem geschickt, der das witzig fand. Gibt es jemanden in der Schule, der etwas gegen dich hat? Draco Malfoy. Schließlich landeten sie vor dem Haus der Weasleys, dem Fuchsbau. Touchdown! Rons Mutter, Molly Weasley, marschierte über den Hof und blieb direkt vor ihnen stehen. Sie sah gar nicht begeistert aus. Die Betten leer, keine Nachricht, der Wagen weg, ich werde fast verrückt vor Sorgen. Stundenlang schien es so weiterzugehen. Mrs. Weasley hatte sich heiser geschrien, bevor sie sich Harry zuwandte. Ich freue mich sehr, dich zu sehen, Harry, mein Lieber. Ronald Weasley! Hatte ich dir nicht gesagt, du sollst den Ghoul ruhig stellen? Er schmeißt immer noch mit Rohren um sich! Er macht mich wahnsinnig! Los, Harry, auf geht's! Und los ging's. Ach ja, da geht mein Herz ja auf. Ist das schön. Wir haben sogar die gleichen Synchronsprecher wie in Teil 1. Mensch, ist das toll! Fred und George wieder mit der pubertären Stimme. Und Ron hört sich älter an. Ach ja, ich liebe es. Der Fuchsbau! Yay! Woohoo! Finde ich aber geil, dass man auch sogar im Fuchsbau spielen kann. Der wurde ja nicht so wirklich im Film, ja, der wurde zwar gezeigt, aber nicht so großartig behandelt. Hallo Harry, willkommen in meinem Zuhause. Nichts Besonderes. Stimmt. Ich finde es toll. Danke, Harry. Wir nennen es den Fuchsbau. Los, Harry. Wenn der Ghoul die Tür zur Dachkammer wieder verschlossen hat, müssen wir einen anderen Weg finden. Au. Hat Harry nicht vorher einen roten Pullover? Warum hat der jetzt ein Karo-Shirt an? Dad hat draußen im Garten ein paar Kisten abgestellt. Wir können sie benutzen, um auf das Dach und in das Fenster der Dachkammer zu klettern. Du warst so lange bei den Dursleys gefangen. Jetzt kannst du einen weichen Zurückfluch auf die Kisten anwenden. Denk dran, du musst dazu die Kreuztaste drücken. Er spricht in Zungen! Was ist das für Zauberei? Warum? Ups. Also, eigentlich haben die alles gelassen. Nein, ich kann nicht mit dem Analogstick spielen. Da, fuck! Finde ich mal gar nicht gut.
wie Pendo diese Kisten mit einem Weich hier zurückflog. Drück dazu einfach die Kreuztaste. Flipendo diese Kisten. Ich flipendo die Kisten, Alter. War. Muss der aufgeladen sein? Achso. Flipendo. Flipendo. Das finde ich aber gerade mal ein bisschen. Ups. Bisschen doof, dass die Steuerung so kacke ist. Vielleicht kann ich das ja irgendwo nochmal umstellen. Ich habe zwar keine Ahnung, aber. Gut, Harry. Jetzt mach Flipendo. Achso. Hey, Ron. Flipendo diese Kisten. Ja, ich flipendo sie dir gleich am Kopf, du. Dazu einfach ja, ich will. Yeah. Oh. Bup. Naja, passiert nichts. Das wollte ich gar nicht. Naja, jetzt habe ich das Fadenkreuz, ey. Flipendo. Ronald Weasley! Hatte ich dir nicht gesagt, du sollst den Ghoul ruhig stellen? Er schmeißt immer noch mit Rohren um sich. Er macht mich wahnsinnig! Oh nein. Mom ist böse. Wir sollten mir aus dem Weg gehen. Klettern wir doch auf das Dach und in das Fenster der Dachkammer. Mach es einfach so wie ich, Harry. Um auf eine Kiste zu klettern, musst du auf sie zugehen und dann die Richtungstaste oben drücken. Also wenn meine Mutter wollen würde, dass ich irgendwas mache, dann würde sie bestimmt nicht wollen, dass ich den umständlichsten Weg zu dem Zielort nehme, okay, den es gibt. Du, Harry. Lauf auf die kleine Kiste zu, um drauf zu klettern. Ja, lauf. Ich möchte das jetzt nicht alles hören. Das kennt man ja schon aus dem ersten Teil. Aber dann würde meine Mutter sagen, ja, geh jetzt da hoch und dann ist gut. Aber die wird jetzt, glaube ich, auch nicht wollen, dass ich jetzt hier alle Kisten verschiebe, um auf den scheiß Dachboden zu gehen. Ach, der springt ja von allein. Da, fuck. Ich werde nur sehr viel Spaß haben, wenn ich den Analogstick nicht benutzen darf. Was ist das denn? Den konnte ich doch sonst vorher auch mal benutzen. Oder habe ich das jetzt verstellt oder was? Oder wie oder was? Ich weiß, dass meine Freundin immer einen Controller hatte ohne Analogstick. Und die muss das so spielen. Aber ist das echt so vorgesehen? Warum hält er sich da nicht fest? Muss ich jetzt... Ja, jetzt hätte ich dem doch mal zuhören sollen, was? Tja, ja. So ist das. Oh Mann. Ich blamier mich gerade richtig. Hey, ist es blind? Was soll's? So, wo soll ich jetzt hin? Ron, rette mich. Nimm mich Huckepack. Hat doch geschafft jetzt hier, ne? Oh Mann, ey. Ja, ich würde jetzt auch wollen, dass mein Kind übers Dach, übers rutschige, moosbedeckte Dach klettert, um zum Dachboden zu kommen. Das nenne ich mal Mutterliebe. Hinreißend. Okay, wir müssen den Ghoul ruhig stellen. Er schmeißt mit Rohren um sich und Mom wird noch verrückt. Bewege die Truhe mit dem Steuerkreuz. Versuche 60 Rohre zu fangen, bevor sie auf den Boden fallen und einen schrecklichen Lärm veranstalten. Also Harry, auf geht's. Hä? Ach so. No, Mann. Ich hasse Minigames. Oh, Mann. Also, wenn ich mal ausweichen müsste, wäre ich voll der Profi. Ich hab's, glaube ich, raus. Ja? Klappt doch. Wo hat er überhaupt die Rohre her? Hat er jetzt das Haus zernommen, auseinandergenommen oder was? Ja, wir haben jetzt kein fließendes Wasser mehr, aber danke, Harry. Aber ist ja alles so. Könnt ihr diesen Lärm da oben bitte ein Ende bereiten? Ja, ja. Die Mutter ist aber auch, ey. Weißt du, wie alt sind die da? 11? Ja, legt euch mal mit dem menschenfressenden Ghoul an. Aber den Ghoul gab's auch im Buch. Gute Arbeit, Harry. Jetzt wird es eine Weile still sein. Danke, dass du mir mit dem Ghoul geholfen hast. Ah, jetzt ist es schön ruhig. Jetzt müsst ihr Jungs für mich den Garten entgnomen. Sucht Mr. Weasley. Er ist irgendwo in der Garage bei seinem nicht magischen Kram. Die Mutter nennt ihren Mann Mr. Weasley? Okay. Ich sollte mal aufhören, so viel in Frage zu stellen.
Das macht man bei Videospielen einfach nicht, habe ich gemerkt. Aber ich tue es doch so gerne. Es macht so Spaß. Aber der Ghoul war, glaube ich, auch im Buch, wenn ich mich recht entsinne. Ich habe ja alle Bücher von Harry Potter gelesen. Und ich habe mir vor Weihnachten nochmal alle Teile hintereinander angeguckt. Okay, lass uns Dad suchen. Okay, das ist nicht mein Dad. Mein Dad ist tot, Ron. Naja. Also Harry's Dad, nicht meiner. Ihr wisst, was ich meine. Aber wir haben sehr viel um den heißen Brei herumgelabert. Hier laufen kleine Hühnchen rum, bock. Und dann würde ich auch mal sagen, wäre es das erstmal gewesen. Ich werde die Parts alle so in 15- bis 20-minütigen Abschnitten machen. Weil ich denke, dass das Spiel auch nicht so lange ist und das für euch und für mich auch, glaube ich, mal ein bisschen angenehmer ist, weil man klickt, glaube ich, eher 15-minütige Videos an und hat mal ja, öfters Zeit für sowas Kurzes als jetzt so 30-minütige. Also denke ich jetzt jedenfalls. So geht es mir jedenfalls meistens, wenn ich Videos schaue. So, dann würde ich auch mal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja eure Meinung... Ich höre mich schon an wie so ein richtig typischer YouTuber. Schreibt's in die Kommentare, ob es euch gefällt. Ein Daumen nach oben, Kommentar, ein Favo, ein Like, abonnieren, favorisieren und an Twitter weiterschicken, Facebook liken und auf MySpace, ach, keine Ahnung. Jedenfalls sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was, viele liebe Grüße, bis zum nächsten Mal, eure Legend93. Ich hab Spaß dabei, jawohl.